Eine Metropole im Herzen von Südmähren, deren Puls recht schnell oder ganz sanft schlagen kann, je nach Lust und Laune. Das vielfältige Angebot kann Ihren Aufenthalt in der Stadt angenehmer machen oder der Grund selbst sein, warum Sie hierher kommen möchten. Das Angebot an attraktiven Orten und Erlebnissen erweitert die Stadt Brno in letzter Zeit auch unterhalb der Erdoberfläche. Im Laufe von mehreren Etappen wird der historische Untergrund von Brno zugänglich gemacht, der über Jahrhunderte hinweg in Vergessenheit geraten war. Umso authentischer ist er dafür heutzutage. Durch seine Konzeption stellt der Untergrund das wohl durchdachteste System für den Erlebnistourismus in unterirdischen Räumen in der Tschechischen Republik dar. Werfen wir zunächst einen Blick in den Münzmeisterkeller, der einzige erhaltene architektonische Beleg für zwei ruhmreiche Bürgerhäuser aus dem 13. Jahrhundert, an der Stelle, an der heute das neue Rathaus steht. An dieser Stelle zu wohnen, kam im damaligen Brno einer VIP-Adresse gleich. Auch der böhmische König Wenzel II. Bevorzugte eines dieser beiden Unterkünfte, anstatt auf der eigenen, aber unbequemen Burg Spielberg zu übernachten. Das zweite Haus gehörte dem königlichen Münzmeister Bruno und später dem Prager Bankier Mikuláš Odvěže. Den Münzmeister Bruno können Sie übrigens bei besonderen Anlässen auch heute noch im Keller antreffen. Und dieser wird Ihnen sogar direkt vor Ihren Augen eine wertvolle Münze prägen. Einen weiteren Abschnitt, nämlich den ausgedehntesten Teil des Brno Untergrunds, finden wir unterhalb des benachbarten historischen Platzes, dem Krautmarkt. Das Labyrinth hat zwei Teile. Ein Abschnitt dient zu gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen und zu diesen Zwecken können auch Sie das Labyrinth benutzen. Eine Veranstaltung für maximal 100 Teilnehmer in einer untraditionellen Atmosphäre und mit einem solchen Geist. Die Betreiber bieten Ihnen gern auch Tontechnik, Moderatoren sowie verschiedene kulturelle Vorführungen an. Der touristische Teil des Labyrinths ist wirklich voll von Erlebnissen. Verkleidete Begleiter stellen authentische Figuren dar, die mit der Geschichte von Brno verbunden sind. Alle Repliken in der Ausstellung sind voll funktionsfähig und einige Teile sind sogar interaktiv. Unartige Besucher können am Pranger oder im Narrenkäfig enden. Die Wohlerzogenen dürfen sich hingegen auf eine Belohnung im alten Weinkeller oder in der historischen Schenke mit Verkostung von mährischen Weinen freuen. Aber der Münzmeisterkeller und das Labyrinth unter dem Krautmarkt sind jedoch noch lange nicht alles, was der Untergrund von Brno zu bieten hat. Einem Besuch ist insbesondere die Kapuzinergruft mit den mumifizierten Körpern von Mönchen wert. Eine weitere unterirdische Besonderheit kommt im Jahre 2012 hinzu. Ein Beinhaus unterhalb der Jakobskirche mit den sterblichen Überresten von etwa 50.000 Personen. Das zweitgrößte Beinhaus in Europa. Und entgehen lassen sollten Sie sich sicher auch nicht die berühmten Kasematten der Burg Spielberg in Brno und auch die Burg selbst. Brno bietet einfach eine Vielzahl an Erlebnissen und Gelegenheiten zu verschiedenen Treffen an der Erdober- und Erdunterfläche. Und falls Sie sich auch von der hiesigen Heißluftballon-Tradition angesprochen fühlen, dann kann man auch sagen, über der Erdoberfläche.